einen meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten präsentieren zu dürfen, nämlich Blade Runner von Ridley Scott. Und zwar den Originalfilm natürlich von 1982. Warum? Ich bin ein riesengroßer Science-Fiction-Fan. Ich, als Kind für mich, das Größte waren Science-Fiction-Filme. Und ich war so ein großer Science-Fiction-Fan, dass ich sogar im ersten Star Wars-Fanclub in Deutschland war, 1981. Aber der erste erwachsene Science-Fiction-Film, an den ich mich erinnern kann, war eben Blade Runner. Ich war 15, als ich den Film im Kino gesehen habe. Und der war ja erstaunlicherweise damals kein Kino-Hit. Der wurde ja von E.T. platt gemacht. Er kam zur selben Zeit raus wie E.T. und er hatte keine Chance. Und für mich war aber Blade Runner natürlich so der absolute Wahnsinns-Knallerfilm. Der hat mich so beeindruckt von seiner Visualität, von seiner Vision, von der Stimmung, dieser melancholischen Stimmung, dieser dunklen, die er so verbreitet hat. Die Musik fand ich Wahnsinn. Harrison Ford ist natürlich umwerfend, ne? Und dann diese ganze Ästhetik, dass es irgendwie eigentlich ist wie so ein 40er-Jahre-Detektivfilm, ja, und dann aber irgendwie so in der Zukunft, in so einer düsteren Zukunft spielt, in so einer überbevölkerten Welt. Das hat einen wahnsinnigen Nerv bei mir getroffen als junger Mensch. Und ich finde halt das Besondere an dem Film, dass er doch auch wirklich auch noch ein paar andere Fragen aufwirft. Zum Beispiel, also was ist eigentlich Menschlichkeit und wann ist ein Mensch und wann ist eben, also mit dieser ganzen Begegnung von Menschen und Replikanten, und die Menschen sind eigentlich viel unmenschlicher als die Replikanten, und das sind alles natürlich Sachen, die so, ja, toll sind und einen sehr, sehr guten Science-Fiction-Film ausmachen. Bin eh ein großer Fan von Ridley Scott. Davor war ich natürlich völlig begeistert auch von Alien. Das ist zwar auch ein Science-Fiction, aber er ist ein, würde ich sagen, viel eher ein Horrorfilm. Und für heute habe ich Blade Runner ausgesucht, weil ich diesen Film auch gerne mal wiedersehen möchte. Und weil ich sehr gespannt bin, wie das ist, wenn man ihn heute wieder sieht und ob er so gut gealtert ist, wie ich es denke. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei Blade Runner und Ridley Scott.